So, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das wird jetzt eine ganze Videoreihe. Und ja, wir spielen Bob the Robber. Gut. Ich fange direkt mal an. Ach, der Soundtrack ist so toll. Ich habe schon bis Level 8 gespielt hier und dann aufgehört, weil ich keinen Bock mehr weitergemacht, weil es so viel Spaß gemacht hat. Jedenfalls, ich habe diese Folge, oh, was ist das? Ich habe diese Folge im Grunde schon eigentlich aufgenommen, aber die ist kaputt gegangen, sag ich mal. Und naja, also das ist jetzt die erste Folge und die erste Folge, die ich eigentlich aufgenommen habe, die ist weg. Die funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso. Kann ich euch nicht erklären. Weiß ich nicht. Und naja, fangen wir hier direkt mal an. Okay, gut. Also ihr dürft euch bitte nicht wundern, dass ich dann in der nächsten Folge so ein bisschen wieder verwunderter bin, weil diese Folge ist eigentlich die letzte, die ich jetzt drehe. Ja, warte, ich gebe euch nochmal hier Einleitung. Also, wir fangen hier an, kommen hier irgendwo rein, keine Ahnung wo. Und wir müssen diese Zettel sammeln, die ich hier schon eingesammelt habe. Und wir müssen da unten hin, wo diese Pfeile jetzt gerade hinzeigen. Und dann bekommen wir ein neues Gerät, womit wir Sachen machen können. Und hier können wir dann runtergehen und dann können wir da hinten hingehen. Und dann. Oh Gott, die Kamera hätte mich fast gesehen. Hier. So, diese Zettel müssen wir sammeln. Aber das Hauptziel ist halt, da unten hinzukommen. Also hier unten, zu der ganz unten links in der Ecke, die Tür. Will ich nicht. Nein. Ja, okay. Gut, da hat mich das Spiel dann eben einfach mal dazu gezwungen, eine Werbung anzugucken. Ich mache mal hier direkt weiter. Hat mich gezwungen, eine Werbung anzugucken, damit ich das speichere. Und dann war Blackscreen und das Spiel ist hängen geblieben. Geil. Also es war echt praktisch. Dann musste ich das nämlich gleich aus Zeitgründen rauscutten. Schneiden. Ach Gott. Ich freue mich ein bisschen, weil das Video kommt jetzt heute online und dann lade ich endlich mal wieder ein Video auf meinen Kanal hoch. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Nein. Oh Gott. You need to get a gadget first. Ah, da ist nichts. Guckt, und hier kann ich jetzt halt nichts anderes tippen. Ja, okay, gut. Ah, okay, gut. Den können wir umklatschen. Und jetzt bekommen wir den Dietrich. Ein Dietrich-Set, glaube ich sogar. Und dann können wir hier rein. Und hier ist ein Zettel drin. Okay. Und in der verloren gegangenen Aufnahme habe ich sogar das zweite Level noch angefangen. Also übrigens, zu den Schlössern hier muss ich sagen, da muss ich einfach nur mein Handy so bewegen, glaube ich. Nee, muss ich gar nicht. Nee, muss ich gar nicht. Im Ernst? Ja, geil.
Wo? Yes. Er sagt immer so ein abgeschnittenes Yes! Wenn der durch die Tür geht. Jedenfalls, jetzt wäre ich eigentlich noch bis ins zweite Level rein, aber der speichert es sowieso nicht daher auf. Ja. Und deshalb bin ich auch in der nächsten Folge verwundert. Und außerdem, das mit dem Dietrich und den Schlössern, da werde ich in den nächsten 4 Folgen einfach denken, ich würde mein Handy bewegen müssen. Das ist so dumm. Na jedenfalls, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Kann ich euch ein bisschen was erzählen? Und zwar, keine Ahnung. Ich würde eigentlich gerne ein Spiel Let's Playen. Das wären dann bestimmt auch echt viele Parts und ich hätte da echt lange dran zu tun und ne. Allerdings, dieses Spiel basiert sehr stark auf Ton. Und da mein Aufnahmeprogramm keinen Ton mit aufnimmt, also nicht den Ton von meinem Spiel hier, ist das doof. Und dann könnte ich entweder die Untertitel durchgehend vorlesen, aber die Leute sprechen halt relativ schnell, würde ich sagen. Ja, ich glaube, die sprechen relativ schnell. Jedenfalls ist es ziemlich doof. Also wenn jemand von euch ein gutes Aufnahmeprogramm fürs Handy kennt, schreibt's in die Kommentare. Und ich würde mich halt freuen, wenn da eins ist, was erstens nicht einfach mitten in der Aufnahme hängen bleibt, zweitens den Ton vom Spiel mit aufnimmt und drittens, dass es auch den Mikrofonsound mit aufnimmt. Also wenn ihr da einen Rat habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Dann könnt ihr jetzt gleich die anderen Folgen gucken, wenn euch das Spiel gefällt. Und in den letzten Folgen spreche ich ein bisschen leiser. Das müsst ihr beachten, weil es war so 1:07 Uhr oder so und dann habe ich halt nicht so laut gesprochen. Ich wohne hier nicht alleine. Naja, jedenfalls. Dann habt noch einen schönen Tag, guckt euch die anderen Folgen an und tschüss mit V. C. Keine Ahnung, tschüss.